Laura Lindemann, Glückwunsch, dritter Platz bei den Weltmeisterschaften hier in Hamburg vor heimischem Publikum. Wie geht's jetzt? Ja, mir geht's super gut. Also der dritte Platz ist natürlich super. Ich freue mich über die Medaille und denke, ich konnte insgesamt heute einen guten Tag von mir zeigen. Zu einer Medaille gehören ja hier drei Rennen an einem Tag. Gestern gab es ja auch schon was. Was hast du so von Runde zu Runde mitgenommen? Ja, ich habe versucht, immer vorne zu bleiben in dem Rennen, das Rennen, sage ich mal so, zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist mir auch ganz gut gelungen. Also ich hatte vor allem viel, viel besseres Schwimmen als gestern. Das war schon mal um Welten besser und das hat dann auch was gebracht so für die Rennen. Und ja, genau. Ja, das sah so ein bisschen aus fürs Publikum. Jetzt macht sie so ein bisschen Show für uns hier, für die Stimmung. Es war wirklich, um das Rennen zu kontrollieren. Ja, genau. Also ich habe versucht, halt immer vorne zu bleiben und auch, naja, ich meine, eigentlich nie locker zu lassen, um auch andere unter Druck zu setzen. Also man will ja dann nicht irgendwie locker machen und dann können alle sich entspannen, sondern man will ja sozusagen immer die anderen fordern und ja, das ist eigentlich, glaube ich, mir ganz gut gelungen. Dann hat man allerdings nicht den Blick auf die anderen, wenn man ganz vorne ist, kann sich nicht beäugen, auch beim Laufen. Was für einen Eindruck hattest du, wo liegst du im Feld, wie dicht sind die anderen? Ja, ich habe schon gemerkt, dass es sehr dicht alles beieinander ist. Es war ja heute generell alles immer dicht beieinander. Aber ja, ich hatte so die erste Runde das Gefühl, boah, richtig schwere Beine erstmal nach dem Radfahren. Und da musste ich mich erstmal so ein bisschen reinfinden ins Laufen. Auf der zweiten Runde ging es dann deutlich besser. Und ja, dann habe ich noch so ein bisschen versucht, immer nach vorne mich zu orientieren, auch vielleicht noch an die Beth Potter ranzukommen. Aber ja, die ist halt eine starke Läuferin und selbst wenn sie jetzt nicht die stärksten Beine hätte, ist sie einfach gut drauf. Und ja, das war dann nicht mehr möglich, aber ja, war trotzdem top. Es war ja live im Fernsehen, live für die Zuschauer hier, was ihr auf der Strecke gemacht habt. Dazwischen lagen aber immer 50 Minuten Pause. Was habt ihr hinter den Kulissen gemacht in der Zeit? Ja, in der Zeit hat man versucht, sich wieder ein bisschen runterzukühlen, ein bisschen ja, zu entspannen, aber auch wieder vorzubereiten auf das nächste Rennen. Also ich bin meistens ein bisschen auf die Rolle gegangen, also bin Fahrrad gefahren, ein paar Minuten ganz locker und bin dann nochmal in die Alster gesprungen, ein bisschen geschwommen. Einfach auch, ja, um sich zu lockern, aber auch vorzubereiten und abzukühlen und ja. Jetzt war das ja ein voller Renntag. Morgen kommt noch einer mit nur einem Rennen, einem Auftritt. Ich denke mal, du bist gesetzt fürs Mixed Team Relay als beste Deutsche. Ihr wart aber drei Deutsche relativ dicht zusammen. Gibt es da noch Diskussionen oder ist es klar? Ich glaube, also bisher ist, ich weiß nicht, ob die Staffel schon entschieden ist. Ich glaube, es ist ja jetzt ganz knapp, aber also ich bin fit und kann starten und möchte gern starten und ja, hoffe, dass ich dann morgen dabei bin. Ja, was ist da drin? Das war jetzt ein geschlossenes Mannschaftserlebnis, Ergebnis für die Deutschen. Bei den Frauen, bei den Männern hat es nur einer in die Runde der letzten 10 geschafft, aber was ist morgen drin? Ja, ich denke, da ist viel morgen drin. Wir sind echt eine starke Mannschaft und wir müssen uns da nicht verstecken. Also ich denke, Podium ist das Ziel und ja, wir können auch, denke ich mal, nach ganz oben schauen und den WM-Titel angreifen. Ja, dann geht's weiter. Wir haben ja noch eine Olympia-Qualifikation in diesem Jahr. Wie ist der Weg dahin? Ja, genau. Nach Hamburg, also erstmal fahre ich nach Hause nach dem Wochenende und dann geht's für mich nach Livigno in die Höhe für 3 Wochen in ein Höhentrainingslager und direkt von da würde ich dann zum Olympia-Quali-Rennen anreisen und hoffe, dass das dann die beste Vorbereitung ist und dass ich da dann ein richtig gutes Ergebnis zeigen kann. Ja, das ist ja für viele Länder die Olympia-Quali. Es geht um ganz, ganz viel. Wird das ein anderes Rennen als andere WTCS-Rennen? Ja, ich denke, es wird ein sehr, sehr stark besetztes Rennen, weil halt viele dieses Test-Event halt machen wollen, um auch zu sehen, wie die Strecke ist, wie die Eigenschaften da sind. Und genau, und ich denke auch, dass es ja mit viel Spannung verbunden ist. Also, dass viele Athleten, da sie da halt die Quali haben, sehr aufgeregt sind und dann ja halt einfach da das Beste rausholen wollen und du warst ja schon mal dabei, du hattest damals auch die frühe Sicherheit. Wie fühlt sich das an und wie wichtig ist das, den Sack früh zuzumachen? Ja, es ist natürlich super, wenn man das gleich am Anfang hinbekommt, gleich das erste Ticket zu holen. Ja, dann ist man einfach entspannt und weiß, man ist dabei und kann die Vorbereitung einfach komplett auf die Olympischen Spiele ausrichten und muss sozusagen nicht bangen und nochmal auf das nächste Event warten, sondern ja, kann halt einfach alles dafür tun, ja. Ja, viel Erfolg dabei, gute Erholung erstmal, viel Spaß morgen. Dankeschön.